Hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich mache mich gerade fertig, weil ich gleich Richtung Norden fahre und hier in Israel. Und zwar, ihr wahrscheinlich auch bei mir auf Social Media mitbekommen habt, gab es einige intensivere Angriffe der Hisbollah auf den Norden Israels und es gab auch mehrere Tage Brände im Norden und es gibt seit 2, 3 Wochen etwa ein Protestcamp, obwohl ich das Wort irgendwie komisch finde, weil es ja diese Protestcamps auch Protestcamps in Deutschland an den Unis genannt werden, die eigentlich Hasscamps sind, aber anderes Thema. Auf jeden Fall gibt es ein Camp, wo Menschen, die aus dem Norden evakuiert wurden, sich dort versammeln. Die sind eigentlich die ganze Zeit da, aber es gibt auch mal verschiedene Veranstaltungen und wo darauf aufmerksam gemacht wird, dass irgendeine Lösung im Norden mit der Hisbollah gefunden werden muss. Und ich mache mich gerade fertig, das fahre da zu diesem Camp in den Norden. Das ist nicht so weit im Norden, das ist etwas nördlich vom See Genezareth und werde dort dann mit den Organisatoren und mit den Menschen, die dort protestieren bzw. auf die Lage im Norden aufmerksam machen. Dort sind, werde mit denen sprechen und das mal aufnehmen für euch und mal gucken, wie die Lage ist, wie die Menschen dort, wie es denen geht, was sie sich wünschen etc. Im Moment ist natürlich immer noch der Fokus sehr auf Gaza. Ich glaube, dass sobald es irgendwie irgendeinen Geiseldeal etc. gibt, dann wird auf jeden Fall der Fokus auch auf dem stärker auf dem Norden sein. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dort ist, wie die Stimmung dort ist, was die Menschen sagen und ja, viel Spaß bei dem Video. Juni ist ja Pride Month und hier auf dem Weg sind ganz viele Pride-Flaggen, aber auch viele gelbe Flaggen, die ja die Geiseln symbolisieren. Schaut mal, wie nah das alles ist. Hier hinter die Häuser, die ihr dort seht, hinter der Mauer, das ist schon Kalkilia, das ist in der Westbank, die palästinensische Stadt, wo übrigens auch unser Auto ist, was geklaut wurde bei uns zu Hause. Ja, da hinter dieser Mauer ist schon die Westbank. Wir fahren übrigens jetzt an Tulkarm vorbei. Das ist die palästinensische Stadt in der Westbank, direkt an der Grenze zu dem Kernland und man sieht vielleicht rechts hier den Zaun und in den letzten Tagen ist genau an diesem Zaun hier sind öfter mal Touristen hingekommen und haben einfach mal auf die israelische Seite, auf die Dörfer und Städte einfach geschossen. Und ich habe gerade gesehen, dass da ein Armee-Jeep vorbeifuhr an der Grenze, das heißt, die patrouillieren und schauen, ob da schon wieder irgendwelche Terroristen stehen. Ich sehe die Stadt hier von der Straße. So, ich bin jetzt im Norden. Das Problem ist aber, aufgrund des Krieges wird hier im Norden regelmäßig das GPS ausgeschaltet. Mir ist das schon ein paar Mal passiert, als ich jetzt seit dem 7. Oktober hier im Norden war. Und jetzt ist mir das wieder passiert. Ich bin jetzt im Norden und muss in ein Kibbutz in der Nähe vom See Genezareth, also nördlich davon.
Und mein GPS sagt, dass ich in Beirut bin. Also versucht ja, die israelische Armee die Hezbollah quasi auszutricksen, beziehungsweise deren Drohnen und Raketen auszutricksen, damit sie eben nicht ihren Weg finden. Das Problem ist aber, dass ich auch verwirrt bin, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ja, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe sozusagen die letzte Meldung gesehen, war auf welche nächste Autobahn ich muss. Ich hoffe, dass ich das alles finde. Sonst muss ich mich irgendwie so irgendwie orientieren, sobald ich den See Genezareth sehe. Keine Ahnung. Also ich kenne mich so ein bisschen hier aus, weil wir auch einige Freunde haben, die im Norden leben und sie natürlich immer mal wieder besuchen. Das heißt, ein bisschen kann ich mich hier orientieren, muss sonst halt auf der Google Maps Karte einfach mal gucken, wo ich wahrscheinlich im Moment bin und wo ich dann hin muss. Aber ja, das ist ein bisschen kompliziert im Moment im Norden. So, ich bin jetzt angekommen. Das ist quasi ein kleiner Kibbutz hier im Norden und direkt an der Hauptstraße sind eben die Zelte. Ich zeige euch das gleich mal vom Nahen, aber hier, so sieht das im Prinzip aus, dass die Leute Zelte aufgebaut haben und ja, darauf aufmerksam machen, dass es für den Norden eine Lösung geben muss. Und ich gucke mir das gleich nochmal genau an, rede mit den Leuten und ja, es soll auch eine Veranstaltung geben. Hey, Boas. Yeah. Hi. Also, das ist Boas. Er ist einer der Organisatoren von diesem Camp hier und erzählt ganz kurz, was er hier macht und wie das alles entstanden ist. מצב של 8 חודשים של מצב אזוי ובלתי נסבל. יש פה אנשים שעקורים מביתם, אנשים שחיים באזור מלחמה והם לא מפונים, כיתות כוננות, קהילות מתפרקות, משפחות שהבעל בכיתת כוננות בכפר גלעדי או בקיבוץ יפתח או whatever, והמשפחות במלונות. והקמנו את המחנה פליטים הזה, מחנה פליטים עקורי הגליל, כמחאה על המצב האזוי והאגום הזה, כדי להעיר את הגליל, לאחד אותו למלחמה על הבית. כי אם לא נלחם על הגליל והבית, לא יהיה לא גליל ולא בית. ואנחנו... אבל מה אתה חושב שיותר יהיה יותר טוב לעשות? כי... אני לא מדינאי ולא פוליטיקאי. לא יכול להיות ששבעה וחצי חודשים, שמונה חודשים זה המצב. לא יכול להיות. אם לא נתעורר, אף אחד לא יתייחס אלינו. זה גם יכול להיות עוד שנה, שנתיים. זה לא הולך לא ההסכם ולא המלחמה, לא מדברים פה על כלום. מבחינת הממשלה כנראה להתנתק מהגליל ושזה יהיה לנצח הדבר הזה. אז פעם ראשונה לקום ולהילחם על המקום הזה ולהגיד עד כאן. אני מבחינתי, אם הייתי מנהיג אזורי, הייתי אומר עד הראשון בספטמבר הילדים חוזרים פה לבתי ספר, תפתרו את הבעיות. בגלל שאני לא מנהיג אזורי, האחריות שלי לילדים שלי, שעוד כמה שנים מסתכל להם בעיניים ולהגיד אבא ושאר הפטריוטים פה מהגליל נלחמים מהבית, הקימו את המחנה פליטים הזה ואומרים עד כאן, זה המצב, אם אנחנו לא נקום ולדבר אף אחד לא יתייחס אלינו. נכנסתי איתי לתוך הפוליטיקה, אני להשקפתי מי שהביא אותנו למצב הזה של ההפקרה, של ההזנחה, של הדרום אבוד, של הצפון מופקר. צריך לשים את ההבטחות, ללכת הביתה, לשקם את המדינה, להביא הנהגה חדשה שתייצר פה הרתעה ותקווה ועתיד לגליל ולכל מדינת ישראל. הבנתי, וזה הרפיוג'י... כן, תעודת פליט. תעודה הזו מהווה אישור כניסה למחנה הפליטים עקורי הגליל. כל מי שמגיע לפה צריך את התעודה הזאת. וזהו, וזה המיצג והמיזם שלנו. כמעט כל ערב יש פה פעילויות, זה גם כמיצג מחאתי וגם של מקום של תקווה שהגליל בא ולהתאחד פה. קבלות שבת, מפגש של קהילה, מפגש של קהילות שלא התראו כמעט 8 חודשים. באים לפה ויש פה כל מיני תוכן שאנחנו עושים ונותנים. חוץ ממיצגים כאלה ואחרים, שיעצור גבול לפניך, הינך נכנס לשטח בריבונות מדינת ישראל. ואיפה אתם גרים עכשיו? אני לא מפונה, אני גר פה בקיבוץ עמיעד. חבר שלי בתנועה, כיתת כוננות ביפתח ובכפר גלעדי, שהמשפחה שלו במלון בטבריה. עוד חבר'ה שלנו משאר הארגונים חיים בכפר סולד במקומות אחרים שהם לא מפונים ובזירת מלחמה. אנשים עוזבים פה את המקום,
רושמים את הילדים שלהם לבתי ספר במקומות אחרים, סטודנטים עוזבים, המצב הזה לא יכול להימשך, תעשה ככה, תעשה ככה, זה לא יכול להימשך, ואם לא נקום ונזעק, זה יהיה ככה עוד שנים, אולי זה האינטרס של הממשלה שזה יהיה עוד שנים ככה, לא יודע. So ein bisschen ironisch gemeint, aber im Endeffekt ist das ja so, dass ihr hört wahrscheinlich die Kampfjets, die wahrscheinlich in den Norden fliegen. Schatten gestellt, weil das Wetter gerade sehr, sehr heiß ist im Norden. Im Norden ist das normalerweise im Sommer heiß, okay, heißer. Und ja, hier ist ein Schild, Refugee Camp heißt das. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen übertrieben gemeint, weil die Leute hier tatsächlich nicht direkt hier in dem Camp wohnen. Hier stehen Zelte, für, sozusagen, um Zeichen zu setzen. Aber die Menschen sind ja tatsächlich Refugees in einem eigenen Land, also Flüchtlinge im eigenen Land, wohnen irgendwo, ob jetzt in irgendwelchen Unterkünften, Hotels, bei Freunden, Familie etc. Und ja, die sagen, es ist einfach, es muss irgendeine Lösung gefunden werden. Es kann einfach nicht sein, dass die jetzt seit über 8 Monaten schon die Situation im Norden komplett unklar ist. Auch jetzt im September, also nach dem Sommer, beginnt ja das Schuljahr und die Eltern wissen nicht, ob sie ihre Kinder, wo sie ihre Kinder überhaupt in welche Schulen bringen. Das ist natürlich eine unmögliche Situation für die Menschen aus dem Norden und sie wollen, dass irgendwas passiert, dass man die Region, den Norden nicht einfach so aufgibt, weil einfach keine Lösung gefunden wird. Also es gibt 3 Optionen für den Norden aus meiner Sicht. Die Option Nummer 1 ist, dass eine mögliche Verhandlung geführt wird mit der Hezbollah und mit dem iranischen Regime und es irgendeine Lösung gefunden wird, dass die Hezbollah sich zum Beispiel ein paar Kilometer von der Grenze zurückzieht. Option Nummer 2 ist der Krieg mit der Hezbollah, also eine Eskalation, dass man wirklich sie sozusagen mit militärischer Kraft ein paar Kilometer von der Grenze zurückdrängt und auch Teile ihrer Infrastruktur zerstört. Man kann die Hezbollah anders als die Hamas militärisch im Moment nicht besiegen. Es ist so, dass sie, ich habe das schon mal in einem Video erzählt, an der 8. Stelle sind von der Anzahl der Waffensysteme und der Raketen etc. Das heißt, sie haben eine unfassbar etwa 150.000 Raketen, so schätzt man. Die haben ein unfassbar kompliziertes Tunnelsystem an der Grenze zu Israel. Die haben eine unfassbar starke Armee, wenn man das so sagen kann, bei einer Terrororganisation. Und von daher wird man nicht in der Lage sein, sie wirklich tatsächlich komplett zu zerstören, aber Teile natürlich ihrer Infrastruktur schon. Dieser Krieg würde aber dann bedeuten, dass natürlich auch sehr, sehr hohe Verluste und Zerstörung auf der israelischen Seite bedeuten wird, weil natürlich so eine Eskalation die Hezbollah dazu bringt, dass die sehr, sehr viele Raketen und sehr viele Drohnen dann nach Israel schicken werden. Und das wird dann wirklich ein unfassbar zerstörerischer Krieg sein. Eben auch für Israel. Und die Option Nummer 3 wäre sozusagen eine Zone zu errichten innerhalb von Israel, dass ja der Norden zum jetzigen Zeitpunkt, auf welche Zeit auch immer, nicht bewohnbar bleibt und dass man ja im Prinzip so eine Kriegsgebiet entlang der Grenze macht, wo eben ja dann niemand mehr in ihre Häuser zurückkehren kann. Diese 3. Option halte ich für unwahrscheinlich, denn die Leute, wie ihr jetzt auch hier bei diesem Camp seht, und das ist auch das Gefühl, was sehr, sehr viele im Norden, aber auch nicht nur im Norden, auch im ganzen Land, gibt es große Solidarität mit den Menschen aus dem Norden. Und die Leute wollen einfach nicht zulassen, dass sie ihre Häuser und ihre Städte, ihre Kibbuzim,
ihre Dörfer aufgeben und ihre Häuser aufgeben und ihr Leben hier aufgeben. Manche haben das tatsächlich schon getan, manche haben gesagt, die wollen nicht mehr zurückkehren, das ist denen zu gefährlich, aber die meisten Leute wollen schon in ihre Häuser und ihre Städte zurückkehren und auch die sonst im Norden leben und nicht evakuiert sind, wollen natürlich auch in Sicherheit leben. Dort in diesem Camp habe ich außerdem Leat getroffen. Sie kommt aus Metula. Metula ist nördlich von Kiryat Shmona. Beide Städte waren immer wieder regelmäßig in den Nachrichten. Leider ist der Ton bei dem Gespräch mit Leat kaputt gegangen. Deswegen muss ich euch kurz zusammenfassen, was ich mit Leat besprochen habe. Leat hat mir erzählt, dass sie eben evakuiert ist, wie sehr, sehr viele andere aus dem Norden, von der Grenze zum Libanon. Und sie ist ziemlich frustriert, weil sie sagt, dass sehr, sehr viele Häuser und sehr viel überhaupt in der Stadt, also bei ihr in Metula, kaputt ist vom Angriff der Hezbollah aus dem Süden Libanons. Und sie vermisst eine Strategie von der Regierung. Sie vermisst eine Antwort oder Antworten, wie das weitergehen soll, wann die Menschen im Norden wieder zurückkehren können, etc. Und sie hat sich auch diesem Camp angeschlossen, der ja im Norden dort ist. Und hofft einfach, dass die mit ihrer Familie wieder zurückkommen kann nach Metula. Natürlich ist ihr bewusst und allen Menschen im Norden ist bewusst, dass die Gefahr dort sehr groß ist, weil der Beschuss durch die Hezbollah täglich passiert. Und nichtsdestotrotz sagt sie, es ist aber unser Zuhause. Und auch unsere Eltern und Großeltern haben mit dieser Bedrohung gelebt. Und wir lieben den Norden, wir lieben es im Norden zu leben. Wir wollen einfach mit unseren Familien zurück. Wir wollen die Stadt, unsere Stadt, aber auch die anderen Städte reparieren, wieder aufbauen, unser Leben dort wieder leben. Es ist kein Zustand, dass wir seit fast einem Jahr irgendwo evakuiert leben. Teilweise oder zum großen Teil in keinen richtigen Wohnungen leben, mit Familien, mit Kindern. Und die Kinder müssen auch, wir müssen auch wissen, wann die Kinder wieder in die Schule gehen können. Ja, das war ein recht emotionales Gespräch. Später kamen noch mehrere Knesset-Abgeordnete, also Parlamentarier, von der Yesh Atid-Partei und haben auch mit Leat und mit anderen Menschen dort im Camp gesprochen und sich ihre Sorgen, ihre Ängste angehört, ihre Wünsche. Auch wenn Yesh Atid nicht in der Koalition ist und nicht viel tatsächlich entscheiden kann, aber für die ist es wichtig, mit den Menschen aus dem Norden im Kontakt zu bleiben und zusammen zu überlegen, wie man die Sache lösen kann, beziehungsweise auch die zu unterstützen. אנשים יושבים חזק על נכסים כלכליים ועל מעוזי כוח, מחזיקים את כולנו בוויבוס, ואתה לא מצליח לזוז ולא מצליח להתקדם, ובגלל זה הדברים נראים כמו שהם נראים. So, ich bin jetzt komplett durchgeschwitzt, weil sehr, sehr heiß ist und ich hier draußen war, ein paar Stunden. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und am Ende waren ja die Bilder, die ich euch gezeigt habe, das waren ein Besuch von mehreren Knesset-Abgeordneten von Yesh Atid, die einfach mal mit den Leuten sprechen wollten, hören wollten, wie es denen geht, wie sie sich fühlen, was sie erwarten. Yesh Atid ist jetzt in der Opposition, können nicht viel machen, aber
Für die ist es trotzdem wichtig, ja, zu hören, was, was die Leute sagen. Und es war ja ein sehr emotionales Gespräch, sehr interessant. Ich habe auch mit den paar Knesset-Abgeordneten dann kurz gesprochen. Und ja, es war auf jeden Fall super interessant. Ich finde, vor allem international und auch in deutschen Medien, findet leider der Norden Israels zu wenig Beachtung. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass es für euch interessant war, was hier im Norden los ist. Wir haben auch tatsächlich, waren auch Raketenalarm im Norden, direkt an der Grenze, aber sind ja ein paar Kilometer weiter weg, aber wir haben auf jeden Fall die Booms gehört. Und ja, die Lage im Norden bleibt sehr, sehr angespannt, sehr ungewiss. Und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Shalom.